Wenn wir schon in die Finger bekommen können, dann ist es auch nicht schlecht. So, dieser Wächter lebt auch. Kann ich ja mal kurz zeigen. So, der lebt auch. Wie gesagt, ihr braucht mehrere Anläufe, bis ihr es perfekt könnt. Diese Wächter besiegen, der lebt auch. Ja. Es braucht ziemlich viele Versuche. Ich habe auch, was weiß ich, 5 Versuche gebraucht, bis ich es endlich mal im First Try geschafft habe. Ich gehe auch heute noch auf die Jagd nach Wächtern, um ihre Teile mir zu holen, weil die schon sind schon wirklich richtig wertvoll. Gut, habe ich euch das jetzt mit den Wächtern gezeigt. Da werdet ihr auch hoffentlich nicht so große Probleme mit diesen haben. Halt lieber vorher speichern, bevor ihr einen Wächter gegenübertretet. Weil, naja, das ist nicht schön, wenn man dann, wenn der Game Over ist und, ne, dann halt den ganzen Weg nochmal laufen darf. Gut. Da ist noch ein Bockblin-Lager. Ich weiß nicht, ob wir das überfallen können mit unserer derzeitigen Ausrüstung. Ich glaube mal nicht. Haben die denn eine Truhe? Ja, haben sie. Sind sie nur für Gestalten? Okay, ist eine normale Bockblin. Sehr gut, dann ist es okay. Treffe ich den von hier? Ja. Okay. Dann siegen wir den mal kurz. So. Zack. Weg ist er. Obwohl ich eigentlich. Ich bin eigentlich gar nicht so ein guter Schütze, aber es klappt. In diesem Spiel scheint sich mein Aim-Skill. Ja, aber was rede ich denn hier? Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich halt jetzt nicht so der gute Schütze bin und halt auch mal den einen oder anderen Pfeil verschieße, aber das war jetzt eigentlich schon in Anführungsstrichen Glück, dass ich den getroffen habe. Man muss auch hin und wieder mal abschätzen, wie der Pfeil fliegt. Bisschen physikalisch denken, bisschen logisch denken, dann passt das schon. So, was ist denn in dieser Truhe? Verborgen ein Wurfspeer mit Stärke 6. Uhuhuhu. Was für Waffen wir hier am Anfang bekommen können. Das ist der Wahnsinn. Schwert mit Stärke 10, dann noch ein Wurfspeer mit Stärke 6. Gar nicht so schlecht. Nun gut, ein Baum war doch Honig, oder? Den will ich haben. Denn daraus können wir viele gute Dinge machen. Kochen. Wo war denn der Bienenstock? Der war doch hier irgendwo. Naja, was soll's. Können wir später suchen. Zunächst finden wir erstmal ein Ausdauerling. So. Ja. Ach, das ist eine Fackel. Die. Wie meine Waffentasche ist voll. Ja, komm, dann kann das. Das verrostete Schwert kann weg, weil das zerbricht eh schnell. Also. Weg damit. So, dann noch die Chilis aufsammeln. Da sind. Ah! Guten Morgen! Ausgeschlafen. Bleib doch mal stehen.
So sieht man sich wieder. Wir reden später, ich muss jetzt erstmal einen Baum fällen. Wenn du meinst, finden hier noch eine Axt. Besitzen aber leider schon eine. Jetzt können wir die nicht gebrauchen. Aber wisst ihr, was ich machen könnte? Ich könnte euch fragen, ob ihr mir so, keine Ahnung, so Themen in die Kommentare schreibt. Weiß ich nicht. Oder ob ihr mir so Fragen unter die Kommentare schreibt, unter das Video hier, damit ich die beantworten kann und damit wir wenigstens etwas Gesprächsstoff in diesem Let's Play haben, weil ich will mir nicht immer irgendwelche Wörter aus den Wortschatz reißen und die dann hier halt hier irgendwas plappern, dass der Part dann überhaupt interessant ist für manche. Und das ist halt nicht einfach, die ganze Zeit über irgendwas zu reden. Fallen auch spontan jetzt nicht so viele Themen ein, worüber ich reden könnte. Deswegen frage ich euch, könnt ihr mir bitte Fragen in die Kommentare schreiben? Fragen zu mir, zum Beispiel, wie hast du angefangen und so weiter und so fort. Also, es wäre halt echt cool, wenn nicht, dann nicht, dann lasst es halt. So wichtig ist es nun auch nicht. Wäre aber cool. So, dann kaufen wir mal unser erstes Gericht. Ein Pilzspieß, der 9 Herzen erfüllt. Das ist schon richtig gut. Ja. Ich weiß Bescheid. Und das ist eine Hexe. So, mit Hilfe von Insekten können wir Medizin herstellen, wenn wir diese mit einem Monsterteil kombinieren. Beziehungsweise kochen. So erhalten wir aus einer Sportechse und einem Monsterteil eine Sportmedizin. Der Sporteffekt stimuliert die Nerven, sodass all deine Bewegungen schneller werden. Sei es beim Laufen, Klettern oder Schwimmen. Kann schon bei manchen Dingen hilfreich sein. Zum Beispiel, wenn man jetzt so eine hohe Felswand erklimmen will, dass man dann diese Sportmedizin zu sich nimmt und dann halt schneller nach oben kommt. So. Ich überlege gerade, ist da unten noch was? Da hinten. Außer Bockblins. Wo war denn, wo war denn, wo war denn der Bienenstock? Wo war er denn, wo war er denn? Ich habe ihn doch gesehen. Wo war er denn? So, und vielleicht können wir auch schon unsere Feuerpfeile benutzen, um diese Holzwand hier wegzuburnen. So. Mit den Feuerpfeilen können wir halt Holzkisten oder so eine Holzwände wegbrennen.
Das Pfeifen, was ich gerade gemacht habe, das ist erst. Ja, später wichtig. Das können wir erst später gebrauchen. Jetzt noch nicht. So, schnell zu den Pfeilen wechseln, weil ich will die Feuerpfeile schon noch weiter verwenden wollen. Nein, schon weiter verwenden, ist richtig. Ah, von den Bienen flüchten. So, die hauen wieder ab, die kommen ja nicht wieder zurück. Ja, die gucken nochmal bei ihrem Bienenstock. Nee, bringt nichts. Lassen wir den alleine. So, und dann halt auch mir. Und hier noch ein paar Austerlinge und eine Truhe. So, mein Ziel dieses Parts. Obwohl, schaffen wir das noch? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es mal. Denn ich will in diesem Part noch den dritten Schrein betreten. Okay, die Bogentasche ist voll, wie ich sehe. Ja, die ist voll. Oder ist die Waffen... Ne, die Waffentasche war voll, genau. Habe ich mich wohl verlesen. So, dann kochen wir uns noch schnell etwas. Aus den Chilis. Ah. Haben wir noch was anderes? Nein. Oh, ich weiß noch, wo ich hier zum ersten Mal lang gekommen bin. Da habe ich sofort alle Zutaten genommen, die ich hatte und ja, dann in den Topf geworfen, um dann sehr viele coole Gerichte zu kochen. Ach, das weiß ich noch. Jetzt habe ich halt nicht so viele Zutaten, was echt schade ist. Das mich halt auch echt ein bisschen ärgert, weil ich wirklich gerne kochen würde. Und das war ein Fail. Okay, das habe ich ja noch nie erlebt, dass ich das so hingekriegt habe. Dass das überhaupt geht. So, ich will nämlich den Baumstamm so haben. Ah, bitte nicht runterfallen. So schnell darüber. Wow. Okay, da ist jemand mit der. Da ist ein Bockblem mit einer Lanze. Sollten wir aufpassen. Okay, ist nix. Obwohl, nee. Muss alles erkundet werden. Da sollten wir auch Gefahren eingehen. Beziehungsweise Risiken, Risiken klingt besser. Risiken. Nutzen wir mal die Axt jetzt dafür, ne? So. Der Lanzenbocklin macht mir schon ein wenig mehr Ärger als der mit dem Bockstock. Komm, wechseln wir mal die Waffe. Ja, bam. Los! Ja, kann seine Lanze auch schwingen. So, du gehst. Tschüss! Du gehst weg! Warte mal, können wir da nicht einfach so hoch, ohne jetzt in Schwierigkeiten zu geraten? Denn ich glaube, man kann auch einfach so hoch. Man braucht es nicht unbedingt, bestimmte Gerichte. Nee, das ist, glaube ich, erst bei dem vierten Schrein der Fall, dass man da etwas Besonderes braucht. Bei dem jetzt noch nicht. Gut, dann schaffen wir noch den dritten Schrein hier in dem Part. Und dann würde ich auch sagen, dass das mit dem Part auch war. Also, dass ich den Part dann an dieser Stelle beenden werde, nachdem wir den dritten Schrein geschafft haben. Gut. Finden wir noch ein paar Sportlinge, die können wir dann auch zum Kochen verwenden. Die haben dann halt auch wieder den Effekt, wenn man sie kocht, dass man dann, wenn man dieses Gericht isst, schneller isst. Also, dass es einen schneller macht.
Ja, bitte nicht runterfallen. Ich mich gerade geduckt. Nein, du sollst dich nicht ducken. Hallo, Link. Ah, okay. Ich dachte, der bleibt jetzt geduckt. Aber macht er nicht. Ein Glück. Und dann gehe ich noch mal schnell zu diesem Felsvorsprung bzw. Kletter. So. Ja, nochmal aufladen. Das fällt dann runter. Ja. Hier gibt's auch wieder Wetter. Was sage ich wieder? Zum ersten Mal gibt's hier Wetter. Das ist zum Beispiel mal wolkig ist, also bewölkt, dass mal die Sonne scheint, dass es regnet, dass es gewittert. Und. Dafür gibt es aber keine Naturkatastrophen, was ich sehr vermisse, weil ich jetzt schon gern mal hier so ein Tornado rumfegen sehen. Aber gut, dann nicht. Hat wohl leider nicht mehr gereicht für, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich meine, es ist ein Zelda, sei realistisch. Seien da gehören Naturkatastrophen nicht unbedingt zum Alltag. Ja, wäre jetzt schon cool gewesen, wenn da, was weiß ich, so ein kleiner Wirbelsturm so. Ja. Hat man ja auch bei Wind Waker gesehen. So, dann machen wir noch schnell diesen Tempel hier und, Tempel, genau, diesen Schrein. So. Im Namen der Göttin Hai hier sollst du geprüft werden. Ja, über die Zeit. Und wir erhalten das Stasis-Modul. Werden gestoppte Objekte erschüttert, staut sich Bewegungsenergie an. Diese wird mit einem Schlag freigesetzt. Sobald die Zeit weiterläuft, so kannst du auch riesige Objekte bewegen. Das klingt doch super. Heißt, wir können jetzt einfach nicht dieses Ding hier anhalten, sondern dieses Zahnrad hier. Im richtigen Moment. Genau, sogar perfekt angehalten. Aber wir können nicht nur dieses Zahnrad hier stoppen. Nein, wir können auch Felsen zum Stoppen zwingen. So. Kommen wir auch an diese Truhe ran. Wo drin ist ein Reiseschild? Wo drin ist was? Was? Okay. Wollte eigentlich sagen, was etwas ganz Cooles drin ist, aber gut. Ich hab's verkackt. Ist okay. Ah. Sollten wir auch schon den Eisenhammer mit Stärke 12. Der ist genauso stark wie der Stachelbockstock. Okay. Was können wir denn wegwerfen? Ja, Bockstock. Weg damit. Unnötig. So, und der hat auch ziemlich viel Wucht hinter den Ohren. Bam. Nämlich, wir können einfach diese Kugel hier anhalten und dann draufschlagen. Was ich ziemlich cool finde, weil jetzt fliegt die einfach hier weg.
Auf was für Ideen die Entwickler gekommen sind. Das ist schon ganz cool. Gut. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der Auserwählte. Namen der Göttin Hylia oder Hylia, was auch immer, verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Hylia ist natürlich richtig. Du Bob. Schäm dich. Ja, ich hab's verstanden. Das ist Hylia. Mein Gott. Lass mich in Ruhe! So, jetzt sehen wir auch mal, wie er verschwindet. Er löst sich einfach in Luft auf. So. Gut, dann würde ich auch sagen, das war's mit diesem eine Stunde Part. Ich. Ja, das ist das erste Mal, dass ich so einen langen Part mache für ein Projekt. Das habe ich wirklich noch nie gemacht. Noch nie. Aber ich finde, ich habe es gut gemacht. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao.